So, Partnerschaft und Liebe. Man sucht sich einen Gefährten fürs Leben, mit dem man sein Leben teilen will. Und wo in unserem Herzen oder in unserem Körper ein gewisser Raum entsteht, den wir mit, sagen wir mal so, den wir nicht fassen, den wir nicht greifen können, der aber einfach nur schön ist. Nach einer ganz gewissen Zeit haben wir in unserer Partnerschaft Krach, Stress, weil es nicht so rund läuft, wie wir uns vorstellen. Und dann gehst du irgendwo hin und lässt dich beraten und da sagt ja eine zu dir, du sollst jeden Tag so nehmen wie der erste. Das hört sich ganz gut an und man versucht auch es so zu nehmen wie am ersten Tag. Aber keiner weiß, wie man das macht. Liebe oder der Partner, den wir einladen, der Mensch, den wir einladen, ist ein ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, der uns gefällt, der irgendwas in uns auslöst. Also ein besonderer Mensch. Und wenn ihr euch mal vorstellt, wie ihr euch erstmal kennengelernt habt, habt ihr euch diesen Menschen eingeladen, dass der für euch kocht, dass er für euch putzt, dass er für euch den Mülleimer leer bringt, dass er euch den Rasen mäht. Ihr wart doch alle so scheu wie ein Reh, um diesen Menschen nicht zu verärgern. Ihr habt diesen Menschen doch eine Bühne gegeben. Eine Bühne, das heißt, ihr habt ihn Freiraum gelassen. Er durfte sich so entfalten, wie er ist. Ihr habt das geliebt, wie er sich bewegt, wie er sich durch die Haare streicht, wie er ist, was er sagt, wie er es sagt. Ihr habt nicht in einem Moment daran gedacht, diesen Menschen irgendwie und irgendwo innezuhalten, beziehungsweise zu zügeln, zu mäßigen. Ihr habt euch gewundert, ihr habt euch gefreut über seinen Augenschlag, über sein Lächeln, über seine Fältchen, die er dabei entwickelt, wie er dich anschaut. All diese kleinen Dinge. Das war der Punkt dabei. Und im Laufe der Zeit habt ihr ihn herunterdegradiert zu euren Angestellten in eurem Leben. Ihr seid zwar Kompromisse eingegangen und habt gesagt, wenn du das machst, mache ich dies, mache ich jenes. Die Liebe ist wie eine ganz zarte Pflanze. Genau wie dieser Besuch, den du eingeladen hast, wenn du ganz ehrlich bist, du weißt nicht, wie lange dieser Besuch bleibt. Du weißt nicht, wie lange dieser Besuch sich wohlfühlt bei dir. Und das sind diese Dinge, die die Liebe im Endeffekt nachher kaputt machen. Wenn du versuchst, den Raum der Liebe zu geben, den du dir vorstellst. Wenn du deiner Liebe, also deiner Partnerin oder deinem Partner, den Raum gibst, den er braucht, den er selber braucht, ohne eingeengt zu sein, dass er sich wohlfühlen kann, dann bleibt er, dann lehnt er sich zurück und fühlt sich wohl. Und wir als Menschen sind immer so unterwegs, dass wir es schaffen, dass wir die meisten Dinge kaputt machen. Er muss sich da wohlfühlen, er muss ja aber auch mal ein bisschen was machen. Ich kann ja nicht in den Arsch nachtragen oder ähnliches. Denk dran, die Liebe ist was, wenn ihr richtig hineinfühlt, nicht in dir entsteht, nicht in ihn entsteht, sondern zwischen euch entsteht. Das Gefühl, wo ihr euch nach sehnt, ist genau das, was da geschieht. Ich würde sagen, lasst ihr mal, fühlt ihr mal hinein. Und wenn ihr zu Hause irgendwie Probleme habt mit der Partnerschaft, probiert ihn doch mal so zu lassen, ohne ihn zu beurteilen, zu verurteilen. Behandelt ihn wie ein Gast, der freiwillig in dein Leben kommt. Und der freiwillig ein bisschen in deinem Leben bleibt. Stell dir vor, du stehst auf irgendeiner Lichtung im Wald und aus dem Gebüsch kommt ein Reh oder ein Rehkitz, ein ganz niedliches, liebesvolles. Was machst du? Du bleibst stehen. Warum bleibst du stehen? Du willst sie nicht erschrecken. Du bist neugierig, du möchtest wissen, was er macht. Überquert er die Lichtung? Bleibt er stehen, frisst er Gras, knabbert er am Baum? Also behalte ich mich ganz ruhig. Und das sollst du auch in deiner Partnerschaft machen. Du sollst dieses Rehlein nichts aufzwingen, was ihn ängstlich machen könnte. Und das ist der Inhalt der wirklichen Liebe. Dass diese Person uns immer noch nach 20 oder 30 Jahren noch liebt, weil wir sie nie einengen. Okay, nun möchte ich nicht mehr sagen. Denkt drüber nach. Lasst es wirken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben oder macht sonst was.
Ich wünsche euch allen jetzt einen wunderbaren, schönen dritten Advent und wir sehen uns, hören uns, wo auch immer. Das Leben geht weiter. Ich freue mich auf euch.